Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, würde ich mal sagen. Wir sind das letzte Mal insgesamt während der Aufnahmesession drei Gefechte mit dem MS1 gefahren. Eins davon ist in die erste Folge gekommen und zwei davon in die zweite Folge. Das mit dem Umstellen von dem Marker hatte ja nicht funktioniert, da gucke ich gleich nochmal, wie das war, ob ich das jetzt auf die Reihe bringe. Ja, eigentlich sollte das eingestellt sein. Seltsam, dass er das letzte Mal nicht gemacht hat. Wir werden sehen. Also ich wurde auch in den Kommentaren gefragt, das nochmal zu zeigen, wie man das einstellt. Das ist hier bei den Settings, auf Deutsch sind es dann wahrscheinlich Einstellungen. Und dann ganz hier auf der rechten Seite die letzte Registerkarte namens Marker. Da gibt es für das gegnerische Team die Einstellungen hier oben. Und für eine alternative Einstellung. Fürs eigene Team kann man auch einstellen. Ach, deshalb hat er das nicht gemacht. Das habe ich voll vergessen. Das muss mit dem letzten Update gekommen sein, dass jetzt auch für das eigene Team extra das Ganze gemacht wird. Ja, dann muss ich das gleich auch noch umstellen. Dann hätten wir das ja. Na wunderbar. So. Jawohl, und destroyed. Die Zerstörten. Da will ich auch das Modell, die Stufe und das Symbol, dass wir die alle gleich haben. Ne, da langt eigentlich das 0%, das reicht dann auf jeden Fall. Und den kommenden Damaging brauchen wir auch nicht. Ja, aber den Namen, den will ich auf jeden Fall dann bei der alternativen Anzeige angezeigt bekommen. So ist das doch in Ordnung. Okay. Ja, also wie gesagt, das wusste ich nicht, dass das muss mit dem letzten Patch gekommen sein, dass das jetzt für die beiden Teams und die Toten extra geschalten wird. Als ich das auf meinem eigenen Account gemacht habe, war das noch nicht so. Und wir haben mit dem heutigen Tage genug Geld, um uns den BT2 zu kaufen. Und das würde ich sagen, machen wir doch gleich mal. Also, bei Vehicle, leichte Panzer der Russen. BT2, da ist er ja. Joa. Mit einer Standardmannschaft werde ich den ersten Mal kaufen. Ich habe eh nicht genug Geld für eine verbesserte. Und können wir schon bessere Kanonen draufschrauben oder was in der Richtung? Turm wahrscheinlich nicht. Ja. Dafür fehlt das Geld. Aber das ist, glaube ich, die Kanone. Was habe ich denn hier drauf? Die Gun 45 mm. Kann ich die hier auch draufschrauben? Nein, das ist eine andere. Die hier habe ich auf jeden Fall auf dem anderen Panzer anscheinend drauf. Die ist aber jetzt zu teuer und außerdem hat die hier einen besseren Durchdringungswert, der auf der Stufe schon interessanter wird. Deshalb werde ich jetzt mal die hier draufschrauben. Damit ist das Geld auch fast alle. Und es langt auch nicht mehr für ausreichend Munition. Oh, das ist aber gar nicht schön. Dann würde ich doch mal sagen, können wir irgendwas verkaufen? Im Depot werden nämlich Sachen, die man irgendwie ausgebaut hat, eingelagert. Und die sind alle nichts wert. Klasse. Jo, toll. Irgendwelche Munition? Ja, auch nicht verkaufbar. Also. Ja, das ist ja nicht so schön. Aus dem, wie sieht das da aus? Die Muni kostete kein Geld. Ja, was machen wir jetzt? Ach nee, das war der falsche. Hier, nee, die kostet auch nix. Okay, dann fahren wir halt erstmal mit ein bisschen weniger Munition. Muss halt irgendwie passen. Lässt sich nicht verhindern.
Ist mal wieder wahnsinnig schlau geplant gewesen von mir. 16 Schuss. Na, hoffen wir werden wir damit hinkommen. Yay, noch ein Credit, das hatte ich auch noch nie. Und dann würde ich mal sagen, auf ins Gefecht. Ja, ich habe nicht genug Munition, ich weiß. Entschuldigung für die Husterei. In meiner Familie geht gerade ein bisschen die Seuche um. Ich bin zum Glück bisher halbwegs verschont geblieben. Hoffe, das bleibt auch so. Ist für den Start eines Let's Plays natürlich nicht gerade so praktisch, wenn man direkt mit Husten und Schnupfen anfängt. Da freut man sich dann weniger. Und die Zuschauer freut sich, fürchte ich, auch nicht so wahnsinnig. Okay, wir sind in einem Spiel mit lauter Stufe 2ern. Und vielleicht fällt es dem einen oder anderen auf, ja, ich habe die Hintergrundmusik ein wenig angemacht, damit es für euch nicht ganz so still ist. So, mal gucken, wie wir mit unseren 16 Schuss hinkommen. Auf den ganz großen, den Stufe 8ern und 9ern, kommt man mit so 10 bis, also mit so 20 Schuss mal in einem Magazin durchaus mal in Gefecht, weil die Magazine nicht größer sind. Aber bei den Kleinen ist man es doch gewohnt, relativ viele Schüsse spammen zu können. Ja, und man merkt schon eins, der Panzer hier ist deutlich schneller. Der BT-2 ist einer der absolut schnellsten auf dieser Stufe. Abgesehen von einigen Premium-Fahrzeugen. Und mit dem kann man schon schönen Spaß haben. Und da sieht man die Physik-Engine, die ja seit einem ganzen Weilchen jetzt schon mittlerweile drauf ist bei World of Tanks. Die alte Engine waren solche Sprünge, wie man ihn eben gesehen hat, nicht möglich. Da ist man dann einfach sozusagen am Boden kleben geblieben. Und jetzt durch diese neue Physik-Engine ist auch schon eine relativ realistische Physik ins Spiel gekommen, was meiner Meinung nach ziemlich viel Spaß macht. Gerade wenn man mit so einem schnellen Panzer mal über eine Bodenwelle hüpfen kann, finde ich das doch ganz witzig. Man muss allerdings aufpassen, dass man sich dabei nicht selbst die Ketten zerstört, weil die Gefahr besteht dann nämlich auch. Ja, und ich hoffe mal, dass Fraps mir heute nicht so Ruckler reinbaut. Weil bei der zweiten Folge sind am Anfang vom zweiten Gefecht ja ein paar Ruckler gewesen. Und die waren nicht im Spiel, sondern die wurden da aus irgendeinem Grund von Fraps selbst reingehauen. Warum auch immer. So, schön gedeckt vom Busch aus snipen. Oh, der war ein bisschen viel vorgehalten. Ach, der bewegt sich nicht mehr. Oder nur noch ganz wenig. Ah, sehr schön, Treffer. So, da drüben fährt auch ein BT-2, sehe ich gerade. Ah, knapp daneben. So, das hätte sich erledigt. Und dieser PZ-2 da drüben. Ah, der ist ein bisschen niedrig gekommen. Ja, diese Snipereien können ganz lustig sein. Aber da man in einem LP wohl etwas Action erwartet, werde ich das nicht allzu häufig machen. Oh, da ist noch ein Cruiser, der da schön still steht. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Da freut sich das Camperherz. Ja, den haben wir doch sicher gleich weg. Oh je, ich habe nur noch 2 Schuss. Na klasse. Ich habe das ja befürchtet, dass das so ausgehen wird. Ich bin das einfach gewohnt, mit den kleinen Panzern einfach ordentlich drauf zu hauen. Und nicht so sehr auf die Treffer zu achten. Aber die 2 Schuss sollten langen, um den da zu zerlegen. Also jetzt bloß nicht verfehlen. Oh, den ramm ich. Oh. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass mich das zerlegt. Ja, das ist das Problem, wenn man diese kleinen leichten Panzer fährt. Da kann ein Rammschaden ganz schnell mal den Tod bedeuten, obwohl man gar nicht damit rechnet.
Okay, aber wir haben ganz schön Schaden gemacht. Zum Thema Zugucken beim Gefecht ist noch nichts gekommen, da die Folge, in der ich das gefragt habe, zu diesem Zeitpunkt jetzt noch nicht hochgeladen ist. Die werde ich erst heute Mittag hochladen. Ich habe das ja gesagt, ich werde, oder ich hoffe, nee, zumindest habe ich es hingeschrieben. Ich werde jeden zweiten Tag erstmal eine Folge hochladen. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich eine Regelmäßigkeit reinbringen möchte, aber nicht so übertreiben will am Anfang. Wenn es gut läuft, werde ich sicher anfangen, mehr Folgen hochzuladen. Was war denn das? Sehr seltsamer Typ. Das kann doch gerade keine Absicht gewesen sein. Interessant. Naja, also das Zugucken kann auch manchmal ganz interessant sein, wie ihr gerade gemerkt habt. Aber ich bin hier jetzt raus und werde mit der nächsten Runde loslegen. Und ich habe keinen Plan, wann ich angefangen habe. Deshalb weiß ich leider nicht, wie es weitergeht. Also, wann da die Schnitte kommen. Das habe ich gerade vollkommen aus den Augen verloren. Werdet ihr dann wohl einfach sehen in den Videos. Wird euch nichts anderes übrig bleiben. Ich werde es auch erst in den Videos sehen. So, und da wir jetzt mit dem BD2 noch nicht fahren können, fahren wir doch nochmal eine Runde mit dem MS1. Da haben wir ja noch einen Panzer nicht erforscht vom MS1 aus. Und den können wir uns jetzt auch noch erforschen. Genau, feuere nicht auf deine Verbündeten. Ist ganz witzig, als die Sprüche, die da unten bei dem Info, in dem Infokasten stehen. Manchmal echt sinnfreie Sachen. Und ab und zu Sachen, die sich einfach von selbst verstehen. Und sehr, sehr selten wirklich nützliche Tipps. Generell sind die Sachen natürlich alle nützlich. Aber bei manchen ist die Nützlichkeit doch sehr, sehr eingeschränkt. So. Dann wollen wir doch mal loslegen. Auf der Map muss ich jetzt leider schon wieder ein wenig Camping betreiben. Ich weiß, dass das nicht ganz so spannend ist. Aber ich bin auf solchen Maps als mit Vorstößen schnell nicht so sonderlich erfolgreich gewesen, sondern bin einfach relativ schnell gestorben. Und sterben, ich weiß nicht, ist nicht so jedermanns Sache, meine ist es nicht. Vielleicht, ja, von euch, von jemandem, ich weiß nicht, wer stirbt gerne, bitte mal melden. Nee, im Ernst jetzt, muss nicht sein, ne? Ah, da drüben. Der ist gleich weg. So schön, wie der sich da auf den Präsentierteller stellt. Jawohl, da war es das schon. Ein Schuss davon dürfte von uns gewesen sein. Ich mag die Stelle hier. Da hat man einen Überblick über fast die gesamte Map. Und also über die gesamte gegnerische Hälfte der Map und ist trotzdem sehr gut vor Entdeckung gedeckt. Und die hat leider keinen Schaden gemacht. Wäre schön gewesen, wenn. Das war wohl nur ein Wirkungstreffer. Ja, und da unten hat sich das gegnerische Team verbarrikadiert. Zwei Panzer. Auch ein MS1 und ein MS1 Medium. Ja, nee, Blödsinn. Medium 1 einfach bloß. Kleine Verwechslung. Passieren mir manchmal. Einfach nicht drüber aufregen und tun, als wäre nichts geschehen. Ja, der T1, der hat sich da hinten ganz gut versteckt.
An den werden wir nicht rankommen. Und das ist der einzige Bereich der Map, wo man nicht ganz so gut hinkommt von der Position aus. Dieses kleine Dörfchen da unten. Aber da kann man ja das Team ein wenig arbeiten lassen. Die verteilen sich ja als großflächig über diese ganze Straße. Da hinten ist nochmal ein Medium 1. Der ist aber mutig. Ah, ich wollte ihn gerade markieren. So, jetzt habe ich ihn markiert. Weil der stellt sich da ja wirklich wie auf den Präsentierteller. Und wir haben den Kill eingesagt. Ist ja klasse. Und der Leichttraktor, der ist auch noch sehr gut anzielbar. Wenn die mal aufgedeckt sind, hat sich das erledigt. So, noch 6 Gegner sind am Leben. Und 3 davon haben bisher einen Kill. Was befürchte ich bedeutet, dass die irgendwo da oben campen. Ein FT-17, wer hätte es gedacht? Und der rechnet wohl nicht damit, dass man auf ihn zielen kann. Nein, du bleibst da jetzt nicht stehen. Alter. Sowas mag ich überhaupt nicht. Da bekomme ich Lust drauf zu schießen, aber das haben wir ja schon im letzten Spiel gelernt. Oder war es das vorletzte? Bin mir nicht mehr ganz sicher, dass das absolut unschön ist, auf Verbündete zu schießen. Und eben hatten wir es ja auch als Startinfo da stehen. Schieße niemals auf deine Verbündeten. So, mal gucken, ob wir hier gut runterkommen. Dürfte doch machbar sein. Und dann gehen wir doch mal zum Angriff über, ha? Ich lasse jetzt den Cap-Kreis bewusst erstmal links liegen, weil sonst noch Gegner von oben kommen und uns alle zerlegen werden. Ah, das darf nicht wahr sein. Wie konnte der Schuss denn daneben gehen? Aua, aua, aua. Ich hab's befürchtet, da von oben kommen die Schüsse. Schnell hinter das Häuschen. Ja, da ist er, der T1. Na, ja, der kann mal schön auf die Schnauze bekommen. Wenn er noch mal rauskommt, ist er auf jeden Fall weg. Da kümmere ich mich. Oh, 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 oh. Noch was. Da habe ich wenig Lust zu, was der mir auf die Nase gibt. Erstmal so fahren, dass der T1 nicht mehr an uns rankommt. Und dann auf zum Angriff. Ja, das ist doch schon mal eine ganz schöne Runde, würde ich sagen. Ah, da verzieht er sich hinter die Ecke. Oh, 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 oh. Das ist aber unschön. Na, ich decke hier das gesamte gegnerische Team auf, oder wie? Na, so haben auch schon manche ihre Punkte gemacht. Über die Aufdeckerei. Und da oben steht der letzte von denen.
Sieht ja fast aus, als wäre er AFK. Ja, bitte jetzt noch nicht sterben. Bitte nicht sterben. Ah ja. Sehr gute Teamarbeit. Das macht doch Spaß, so eine Runde. Und damit können wir auch den letzten Panzer vom MS-1 aus erforschen. Ja, wie gesagt. So machen mir die Sachen wirklich Spaß. Schön was aufgedeckt. Und selbst gut Schaden ausgeteilt. Das lässt sich doch sehen. Ja, der hat einen... Na, wie heißt das auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Man muss Gegner aufdecken dazu und markieren. Und einen Scout hat er auch bekommen. Also das ist einfach nur Gegner aufdecken. Beim Patrol Duty, ich weiß gerade nicht, wie es in Deutsch heißt, ist mir entfallen. Muss man die auch markieren. Und das Team muss die dann auch beschädigen.